Camperfreunde, wir müssen über Mücken reden. Und wenn wir schon beim Thema sind, auch über Fliegen. Wir hatten ja nach dem Unfall in der Türkei eine Menge zu reparieren an unserem Auto. Die Gelegenheit haben wir genutzt, uns Gedanken zu machen, was man verbessern könnte. Das Mückengitter, was wir bisher hatten, war nicht so cool. Das hatte Magneten an der Seite und die haben zwar an der Karosserie gehalten, da wo sie sollten, aber auch überall da, wo sie nicht sollten. Außerdem bestand es aus Fiberglas, was durch die Sonneneinstrahlung leider ziemlich schnell porös geworden ist. An den Stellen, wo wir das Moskitonetz nicht mit den Magneten an der Karosserie befestigen konnten, hatten wir Klettband mit doppelseitigem Industrieklebeband an die Türdichtungen geklebt. Eine Sache, die wir gelernt haben, ist, das Klebeband hält nicht. Das Seitenfenster und die Dachhaube sind soweit safe. Nachts benutzen wir so ein klassisches Baldachin-Moskitonetz. Aber wenn man tagsüber die Seitentür und die Hecktür für ein bisschen Durchlüftung offen lassen möchte, kommen auch da gerne mal Fliegen rein. Deswegen muss auch hier eine Lösung her. Da ist übrigens ein Bär hinter dir. Wie ist der bloß reingekommen? Nicht durchs Moskitonetz. Jetzt gibt es ja verschiedene Optionen. Es gibt fertige Lösungen, zum Beispiel von Flytech, Remicare oder Horex. Die sind allerdings wirklich teuer. Eine günstigere Alternative bietet die Firma Camp Perfect. Deren Moskitonetz besteht allerdings wieder aus Fiberglas. Damit haben wir bis jetzt ja leider nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die zweite Möglichkeit wäre, Rahmen zu bauen, diese mit dem Auto fest zu verkleben und darin die Moskitonetze zu spannen. Dafür hat unser Ausbau allerdings keinen Platz geboten. Die Option, für die wir uns entschieden haben, funktioniert wie folgt. Wir haben Klettbänder an unsere Türdichtungen angeklebt und daran ein Mückengitter befestigt, was sich mit einem Reißverschluss komplett herausnehmen lässt. Da wir ja schon wussten, dass das doppelseitige Klebeband an der Türdichtung nicht hält, haben wir Versuche mit verschiedenen Industrieklebern durchgeführt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir den passenden Kleber gefunden haben. So, wir starten mit Pattex und ich versuche das hier mal abzunehmen. Also, das geht relativ einfach. Dieser Pattex, ich glaube Minutenkleber, Gel, der ist es nicht. Das können wir schon mal sagen. Kommen wir zum Plastikum. Angeblich ein Material oder ein Kleber mit Lösungsmittel, was verschiedene Kunststoffe, auch PVC und auch Gummi, anweicht und deshalb für eine gute Verbindung sorgen soll. Schauen wir mal. Oh, da muss ich schon ganz schön rupfen. Jo, das ist schon ganz schön fest. Aber auch das, sieht man, hat sich nicht vollständig verbunden. Also ist das wohl auch raus an der Stelle. Kommen wir zum MS-Polymer, MS5. Damit haben wir relativ viel im Auto schon verklebt, weil es eine extreme Haftkraft hat. Speziell Holz auf Metall, Holz auf Holz. Und hier muss ich schon richtig rupfen, um da was wegzukriegen. Aber ihr seht, es geht noch. Okay, also MS5, ja, könnte man machen. Würde ich aber schwarz wählen. Ich hatte jetzt nur weiß, gibt es glaube ich auch in schwarz. Aber wir schauen mal weiter. Der Sekundenkleber. Handelsübliches Produkt, kriegt ihr überall. Schauen wir mal. Ja, okay, kein Kommentar. Kommen wir zu Würth Klebt und Dichtet Power. Den haben wir sogar in Schwarz vom Bekannten geliehen. Da würde ich mir dann nochmal eine neue Kartusche kaufen, wenn das funktioniert. Und der machte bisher einen ganz guten Eindruck. Von der Verarbeitung her allerdings schwierig. Ja, hier muss ich auch ganz schön rupfen. Also, geht auch ab. Bisher muss ich ganz ehrlich sagen, ist MS5 und das Klebt und Dichtet von Würth. Am überzeugendsten, nicht absolut überzeugend. Wir sehen, hier hat sich nichts komplett verbunden mit dem Gummi. Das MS-Polymer ist wenigstens komplett in die Rillen reingekommen. Also vielleicht würde ich mir das in Schwarz besorgen. Das machte bisher einen ganz guten Eindruck. Und alles andere sieht man, ist auf der Oberfläche kleben geblieben. Hier der Pattex, der hat zwar das Gummi angelöst, was ja schon mal ziemlich gut ist für eine Klebung, hat aber auf der anderen Seite auf dem Textil nicht gehalten und war von der Verarbeitung einfach absolut unnütz, weil das relativ flüssig ist, das Zeug. Und ja, wenn man da dann Textil drauf drückt, das ist einfach, das funktioniert einfach nicht. Das rutscht weg und hält überhaupt nicht. Das dauert irgendwie 20 Minuten, bis das überhaupt anzieht und man das Ganze loslassen kann. Und das ist bei einer 2 Meter Türdichtung nicht das Mittel der Wahl. Gewonnen hat am Ende übrigens Decasil MS5 in Schwarz.
Wenn ihr euch für euer eigenes Projekt von unserer Lösung inspirieren lassen wollt, zeigen wir euch jetzt, wie es geht. Bei der Hecktür gibt es ein paar Sachen zu beachten. Wir haben einmal einen Reißverschluss in der Mitte, den man als Durchreiche nutzen kann. Dann zwei Reißverschlüsse an der Seite, damit unsere Leselampen sicher verstaut werden können. Um es an den oberen Schlossfallen dicht zu kriegen, haben wir hier die Türdichtung mit Schaumstoff hinterlegt. Der mittlere Reißverschluss sitzt übrigens nicht exakt in der Mitte. Das dient dazu, dass das Mesh nicht in den unteren Türfallen beschädigt wird. Und jetzt viel Spaß beim Nachbauen.